Aber was macht ein Schamane? Ein Schamane vermittelt zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren. Die Leute, wenn sie mich fragen, was ich als Schamane tue, das wird schwierig, weil als ich noch Gehirnwissenschaft betrieb, da war das einfach, das zu beschreiben, weil jeder weiß ja, was ein Gehirnwissenschaftler macht. Aber was macht ein Schamane? Ein Schamane vermittelt zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren. Die sichtbare Welt der Materie, der Gegenstände, der Tische und Kabel und Klaviere und Körperchemie und Krankheit und Gesundheit und die unsichtbare Welt, die wir als Physik, in der Physik das Feld nennen, das Quantenfeld. Das Quantenfeld, von dem wir alle Teil sind und zu dem auch diese geheimnisvolle Materie gehört, die wir dunkle Materie nennen, die 95% des Universums ausmacht. Die sichtbare Welt, die wir erkennen und die wir messen können und mit der wir interagieren, macht nur 5% der Realität aus. Die 95%, die übrig bleiben, sind die schwarze Materie, sind die dunkle Materie, die aber auch Teil des Quantenfelds ist, also auch Teil dieses Felds der Schöpfung. Das ist unser Teilchenzustand, der Körper. Aber das Feld, der Feldzustand, ist nicht materiell, der ist nicht lokal, der ist überall. Wenn man einen Magneten hat, das Magnetfeld, dieses Kühlschrankmagneten, das dehnt sich aus bis zu den allerentferntesten Ecken des Universums. Und so ist es mit deinem Feld auch. Das ist die unsichtbare Welt. Die Schamanen sind die Meister geworden in der Arbeit damit. Sie wissen, dass das Feld nicht lokal ist und mit Raum und Zeit nicht in Verbindung steht. Aber Vergangenheit und Zukunft sind ihnen absolut zugänglich. Ereignisse, die sehr, sehr weit voneinander entfernt zu sein scheinen auf der physischen Ebene, sind aber einander sehr nah innerhalb des Feldes. Deshalb hat man diese sonderbaren Aktionen, die über die Entfernung funktionieren, von denen Einstein sehr zögerlich war, das zum Teil der Quantenmechanik zu erklären, weshalb es die Verschränkung gibt, wie zwei Teilchen miteinander so verschränkt sein können, dass sie selbst dann, wenn sie in den entgegengesetzten Ecken des Universums sind, man die Direktionalität des einen dreht, das andere sofort mitdreht. Am Anfang dachten die Leute, das wäre die Beschreibung, das ist ja dann offenbar schneller als Lichtgeschwindigkeit, von dem wir ja aus der Relativität wissen, dass das gar nicht möglich ist eigentlich. Aber es hat sich herausgestellt, dass das durchaus so ist und dass dieses Phänomen der Verschränkung existiert. Schamanen wussten das auch schon, nicht in der Teilchenwelt, aber in der menschlichen Welt. Sie wissen, dass dieser Mensch, den man da trifft, auf einer Versammlung, und dann erkennt man den und sagt, Mensch, ich habe das Gefühl, ich kenne dich schon ewig. Ist auch so, denn das ist wahrscheinlich der Mensch, der dich vor 2000 Jahren erschlagen hat und dich gefoltert hat, damit du langsam stirbst und dir in die Augen schaut und der zugesehen hat, wie du schmerzerfüllt deinen Körper zurückgelassen hast. Und natürlich habt ihr einander schon immer gekannt, ihr erkennt einander und jetzt habt ihr dieses Trauma-Karma-Verbindung, die euch wieder zusammenbringt und in der Hoffnung, dass das jetzt geheilt werden kann. Um diese Weisheit und dieses Verständnis zu haben, das die alten Weisen hatten, muss man sein Gehirn ein bisschen upgraden. Man muss es entgiften, damit man die höheren neuronalen Netzwerke sich zugänglich machen kann, damit der Verstand innerhalb des Quantenfelds operieren kann. Und das ist ein Gehirn, das wir den Neokortex nennen. Das ist ein ganz neues Gehirn. Das gibt es erst seit ungefähr 300.000 Jahren. Das hat vorher nie existiert und das war verantwortlich für das, was die Anthropologen diesen großen Vorwärtssprung nennen. Vor 50.000 Jahren, als dieses Gehirn ausgereift war, hat sich plötzlich überall auf der Welt Technologie entwickelt, die sich eine Million Jahre lang gar nicht verändert hatte. Die hat plötzlich diesen Quantensprung gemacht. Kunst in den Höhlenmalereien von Altamira und in Lascaux, überall auf der Welt. Jagen, Fischtechniken, wie man Fischereihaken gefunden hat, Speere, Jagdstrategien, Werkzeuge und Instrumente, die jetzt sehr schnell plötzlich alle auftauchen. Das ist ein ganz großer Sprung gewesen in der menschlichen Intelligenz, als dieser Neokortex weiter reifte und dieser Bio
Computer plötzlich funktioniert hat. Hat dir dieses Video gefallen? Dann abonniere jetzt unbedingt diesen Kanal, denn schon bald findest du hier den nächsten Beitrag von einem deiner Top-Mentoren.